Greta und die Giraffensprache von Sabine Wettermeier. Wenn wir mitfühlend sein wollen, müssen wir uns der Worte bewusst sein, die wir verwenden. Wir müssen mit dem Herzen sprechen und zuhören, sagte Marshall B. Rosenberg. Die Geschichte vom Fremdsein. Lieber Wim, liebe Wilma, herzlich willkommen in der Ukubanga-Savanne, sagte Elefantus. Ich wünsche euch einen schönen ersten Tag in eurer neuen Schule. Die beiden graubraunen Wolfskinder blickten in die große Runde aus unterschiedlichsten Tieren, die im Halbkreis vor ihnen stehen, sitzen oder liegen. Viele große und kleine Augenpaare sind auf die beiden pelzigen Neulinge gerichtet und begutachten sie von oben bis unten. »Tiere wie euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr gehört nicht hierher«, ruft ein nach plüschig weiß gefiederter Geier aus der Krone eines Akazienbaums. »Warum seid ihr hier?«, fragt eine der fünf im Gras liegenden Antilopen neugierig. Eine daneben stehende Gazelle wackelt nervös mit ihren langen Ohren und ruft mit entsetzter Stimme, »Die wollen uns bestimmt fressen!« Sofort geht ein unruhiges Raunen durch die gesamte Gruppe. Die vier im Schatten der Akazie stehenden Zebras stecken immer wieder ihre schwarz-weiß gestreiften Köpfe zusammen und tuscheln leise. Die drei Löwenkinder sind zwischenzeitlich aufgestanden und schleichen auf ihren großen Tatzen umher. Dabei werfen sie den kleinen Wölfen böse Blicke zu und zeigen immer wieder bedrohlich brüllend ihre spitzen Zähne. »Keine Sorge, unsere Freunde werden von niemandem gefressen. Wer euch was antun will, bekommt es mit uns zu tun, mit einer der Löwen«, lautstark. Herr Elefantus hebt seinen langen Rüssel und pustet eine Wolke aus feinem Sand auf die Unruhestifter. Während sich die überraschten Großkatzen die Augen reiben, spricht der Lehrer in ernstem Ton zu ihnen, »Leo, Leon und Leonie, ihr kennt die Schulregeln, hier wird niemandem gedroht.« »War doch nur Spaß«, verteidigt sich Leon, während er Wim mit einem grimmigen Gesichtsausdruck zuzwinkert. Der Wolfsjunge flüstert seiner verängstigten Schwester zu, »Ich glaube, die mögen uns nicht.« Wilma antwortet leise, »Ja, das denke ich auch. Was machen wir jetzt?« Wim flüstert zurück, »Wir zeigen denen, was passiert, wenn man Wölfe ärgert. Los!« Auf dieses Kommando rennen die beiden laut knurrend und mit gefletschten Zähnen immer wieder quer durch den Kreis und rufen, »Ja, ihr blöden Viecher, wir sind gefährlich. Vor uns müsst ihr nur euch fürchten. Passt gut auf, sonst fressen wir euch alle auf.« Die Zebras, Antilopen und Gazellen schrecken auf und laufen wild durcheinander. Die Löwen gehen in Angriffsstellung. Der Geier schlägt kräftig mit seinen großen Flügeln und ruft freudig, »Endlich ist hier mal was los!« Ein lautes »Türö!« dringt durch die allgemeine Unruhe. Der Elefant ergreift das Wort und sagt in verärgertem Ton, »Ich traue meinen Augen und Ohren nicht, was passiert hier?« Sofort sind alle Tierkinder still und senken ihre Blicke beschämt nach unten. Niemand bewegt sich, bis plötzlich eine weiße Giraffe ihren Kopf hebt, in den Kreis tritt und sagt, »Wir sollten gemeinsam darüber sprechen.« Herr Elefantus stimmt zu. »Greta, das ist ein sehr guter Vorschlag. Jeder geht wieder auf seinen Platz und beruhigt sich erstmal. Heute ist ein außergewöhnlicher Tag für uns alle.« Die Tierkinder folgen der Bitte des Lehrers und begeben sich wieder auf ihre Plätze. Nachdem alle mehrmals tief durchgeatmet haben, beginnt Greta zu sprechen. »Jeder von uns hat einmal seinen ersten Tag in dieser Schule, aber die Begrüßung der Wolfskinder habe ich heute anders erlebt. Ganz so, wie war es für dich?« Der Geier zuckt erschrocken zusammen und erwidert, »Warum soll ich das jetzt sagen?« Greta geht ein paar Schritte auf den Akazienbaum zu, um dem kleinen Geier in die Augen blicken zu können, und sagt, »Du hast als erster etwas zu Wim und Wilma gesagt. Weißt du noch, was das war?« Gonzo zuckt mit den Schultern und meint, »Woher soll ich wissen, was ich irgendwann mal gesagt habe?« »Ich finde es sehr schade, dass du dich nicht daran erinnerst«, sagt Greta und wendet sich den beiden Wolfskindern zu. »Wisst ihr noch, was Gonzo zu euch gesagt hat?« Die kleine Wölfin antwortet blitzschnell, »Ja, natürlich.
Er hat gesagt, dass wir nicht hierher gehören. Greta bestätigt, ja genau. Und wie war das für dich, solche Worte zu hören? Wilma sagt mit trauriger Stimme, das war richtig blöd. Und danach wundern sich auch alle, und danach waren auch alle anderen Tiere gemein. Wim meldet sich ebenfalls zu Wort. Ihr alle seid gemein zu uns, obwohl ihr uns gar nicht kennt. Wir haben euch doch nichts getan. Psst, macht die Giraffe, beruhige dich. Wir werden die Sache klären. Ich glaube, ihr beide seid gerade traurig, aber gleichzeitig auch verärgert, richtig? Die Wölfe blicken sich kurz gegenseitig an, dann nicken sie. Plötzlich mischt sich Leo ein. Aber wir wollten uns alle fressen, die Antilopen und Gazellen bestätigen. Ja, wir hatten riesengroße Angst. Greta wendet sich den Löwen zu und fragt nach. Warum meint ihr, dass Wim und Wilma uns fressen wollten? Leon zeigt mit seiner linken Pfote auf die Wölfe und antwortet energisch. Das haben die doch selbst gesagt. Wim wehrt sich lauthals. Aber erst nachdem ihr sowas behauptet habt und uns bedroht habt. Greta schüttelt ihren Kopf und schnauft. So kommen wir doch nicht weiter. Wenn wir diesen Streit klären wollen, ist es wichtig, dass ihr ruhig bleibt und wir vernünftig miteinander statt übereinander reden. Jeder hat eine andere Sicht der Dinge, deswegen sollte jeder über sich sprechen. So können die anderen besser verstehen und es lässt sich schneller eine Lösung finden. Eine ganze Weile herrscht betretenes Schweigen. Mutig unterbricht der gefiederte Gonzo die Stille. Ich bin noch nie einem Wolf begegnet. Deswegen war... Ich bin unsicher. Ich habe es nicht böse gemeint. Ich hatte einfach Angst vor euch Fremdlingen. Ich möchte mich sicher fühlen. Sehr gut, lobt Greta. Auch Leonie traut sich. Ich mache mir viele Gedanken und Sorgen. Durch neue Tiere verändert sich unsere Gruppe. Vielleicht ist es mit den Wölfen nicht mehr so schön wie früher. Leon gibt zu. Ich wollte ein bisschen angeben. Außerdem war ich neugierig, wie er reagiert. Ich möchte meine Freunde nicht an euch verlieren. Auch die Antilope Anita meldet sich zu Wort. Ich bin neugierig und möchte euch gern kennenlernen. Also nur, wenn ihr mich wirklich nicht fressen wollt. Ja, genau, so sehen wir es auch, bringt das Zebra Zora nach Abstimmung mit den anderen gestreiften Huftieren ein. Das hört sich doch ganz anders an, freut sich Greta und wirft den Wolfskindern einen auffordernden Blick zu. Nachdem Wim seiner Schwester einen ermutigenden Stups mit der Schulter gegeben hat, sagt Wilma, ich hatte das Gefühl, dass ihr uns ausschließen wollt, obwohl ihr uns noch gar nicht kennengelernt habt. Ich möchte, dass ihr uns eine Chance gebt. Und ich mich hier wohlfühlen kann. Wim ergänzt, wir sind neu hier und kennen niemanden. Deswegen fühlen wir uns fremd und einsam. Ich möchte alles richtig machen, dazugehören und Freunde finden. Aber ich weiß nicht, wie ich mich euch gegenüber verhalten soll. Aber fressen möchten wir ganz bestimmt niemanden von euch. Das haben wir aus Wut gesagt. Entschuldigung. Auf Gretas Gesicht breitet sich ein erfülltes Lächeln aus. Wunderbar! Ist euch aufgefallen, dass ihr euch eigentlich alle das Gleiche wünscht? Gonzo möchte sich in seiner Umgebung sicher fühlen, genau wie Anita und die Zebras, die sich eine Gemeinschaft wünschen, in der sie geschützt sind und neue Freunde finden können. Leonie ist es wichtig, dass sich innerhalb der Gruppe nicht zu viel verändert. Leon ist neuen Gruppenmitgliedern gegenüber aufgeschlossen, möchte aber seine Freunde behalten. Wim und Wilma möchten Teil der Gruppe werden, sich wohlfühlen und Freundschaft schließen. Gretas Worte zeigten Wirkung. Alle Tierkinder sind tief in ihre Gedanken versunken. Nach einer Weile tritt Leon, der größte und älteste der drei Löwen, in die Kreismitte und ruft, lasst uns unsere neuen Klassenkameraden herzlich begrüßen. Hallo Wim, hallo Wilma, willkommen in der Ubanga-Savanne. Wir freuen uns, euch kennenzulernen, ertönt ein lautstarker Chor aus verschiedenen Stimmen. Ihr Elefantus nähert sich dem Giraffenmädchen und klopft ihr zum Lob mit dem Rüssel auf die Schulter. Sehr gut. Vielen Dank, liebe Greta. Dann können wir jetzt mit dem Unterricht beginnen. Abschließend einige Fragen an dich. Wie würdest du jemand begrüßen,
der neu in deine Gruppe oder Klasse kommt? Warum reagieren die anderen Tierkinder so abweisend auf Wilm und Wilma? Wie fühlen sich Wilm und Wilma, als sie alle in den Tierkreiskindern gegenüberstehen? Was wäre passiert, wenn Herr Elefantus und Greta nicht eingegriffen hätten?